Liebe Freunde, es ist wieder Weekly Roundup Zeit. Eine Woche geht wieder dem Ende zu und was für eine. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier in Tagazu in Marokko beim DNX Camp und da hatten wir gestern eine Mastermind Session und wer Mastermind Sessions kennt, der weiß, dass das in den meisten Fällen ziemlich viel bewegen kann. So auch gestern. Wir waren in Fünfergrüppchen zusammen. Jeder hat 5 Minuten lang seinen aktuellen Stand geshared. Und die anderen haben dann 20 Minuten gefeedbackt, was sie von außen da so sehen und was sie da für Lösungsmöglichkeiten sehen. Und mein aktuelles Thema ist definitiv, in der Vergangenheit habe ich die größtenteils alle Dinge hier alleine gemacht und jetzt haben wir ein Team. Und mit einem Team kommen für mich andere Tätigkeitsbereiche und auch diese Sache, okay, es geht darum, Dinge abzugeben, Verantwortung zu übergeben und Dinge loszulassen. Und das haben wir alles vom Kopf hier verstanden, aber im Tagtäglichen fällt es dann doch immer wieder schwer. Und dann hat der Marco, der in meiner Mastermind-Gruppe war, ein super spannendes Bild gebracht. Und dieses Bild hat mir bei mir nochmal einiges in Gang gesetzt und mir so bewusst gemacht, so ja, okay, ja, ja, das ist der Weg, den es zu gehen gilt. Und zwar Marco hat gesagt, um ein Projekt, um ein Business erfolgreich aufzuziehen, braucht es genau 3 verschiedene Arten von Menschen, die daran arbeiten. Es braucht erstens den Arbeiter, es braucht zweitens den Manager und es braucht drittens den Unternehmer. Und wenn es die 3 nicht gibt, so, dann funktioniert die ganze Nummer nicht. Erstens der Arbeiter. Hypothetisches Szenario, wir sind jetzt in so einem Wald und wir wollen so eine Schneise in einen Wald schneiden, weil wir denken, da hinten, da gibt es dann irgendwie was Tolles. So, dann ist der Arbeiter derjenige, der an vorderster Front ist. Der Arbeiter, der haut sich mit der riesigen Machete da das ganze Gestrüpp um die Ohren und er schwitzt und er hat eine geile Zeit dabei, weil er da so richtig vorankommt. Das ist der Arbeiter. Dann gibt es den Manager. Und der Manager, der kommt dann von hinten und legt seine Hand auf die Schulter des Arbeiters und sagt so, ey, komm, hier, du bist jetzt die letzten 2 Stunden hier am Hasseln. Ich sehe, du bist am Schwitzen. Ich sehe, du brauchst eine Pause. Komm, setz dich mal hin, gönn dir 10 Minuten Pause, trink was, iss einen kleinen Snack, schärf wieder dein Messer und dann mach dich mit neuer Energie an die Arbeit. Der Manager kümmert sich darum, dass die ganzen Arbeiter also ja, effizient und da letztendlich gut unterwegs sind. So. Und dann gibt es den Unternehmer. Und der Unternehmer, der sitzt einen Kilometer weit weg auf so einem Hochstand, der guckt noch nicht mal in die Richtung, wo die arbeiten, sondern er guckt in eine ganz andere Richtung und stellt dann irgendwann fest so, Leute, wir sind im falschen Wald unterwegs. Und das ist eine Sache, die kann nur der Unternehmer feststellen, weil der Manager und der Arbeiter, die sind zu sehr im Business da gerade drin. Und der Unternehmer braucht die Übersicht und braucht diese Weitsicht und muss feststellen, so, okay, ist das überhaupt das Projekt, an dem wir arbeiten wollten? Machen wir uns hier nicht gerade kaputt und sollten eigentlich lieber da drüben unterwegs sein? Und nur das kann der Manager, nur das kann der Unternehmer leisten. Und ich glaube, bei mir ist es jetzt langsam an der Zeit, mich mehr und mehr zu dem Unternehmer zu orientieren. Nächster Punkt, Persönlichkeitsentwicklung. Wann ziehen wir uns Input rein oder wann sollten wir uns Input reinziehen? Nur dann, wenn dieser Input unser Handeln aktiv beeinflusst. Und wenn wir dieses Credo streng genommen wirklich umsetzen, dann fallen all die möglichen Nachrichten und all die komischen Facebook-Durchscrolls und all die Videos, die da tagtäglich auf uns einprasseln, die fallen dann einfach raus. Denn so oft konsumieren wir, ohne dass wir letztendlich etwas damit machen. Und dann kommt ja so immer so dieses, ja okay, aber wir müssen doch so ein verantwortungsvoller Bürger sein und wissen, was in der Welt vorgeht. Müssen wir das wirklich? Ich habe jetzt, am Montag ist der Podcast, die Q&A-Episode mit Laura online gegangen und das Ding hat wirklich so phänomenales Feedback bekommen und was insbesondere echt so für eine Menge Reaktionen gesorgt hat, ist Laura's Standing bezogen auf das aktuelle Weltgeschehen, dass sie sagt so, ich konsumiere nichts. Es bringt die Welt nicht weiter, wenn ich mich richtig schlecht fühle, weil irgendwo in irgendeinem Teil der Welt Kinder verhungern, Krieg ist, Gewalt gibt. Das bringt die Welt nicht weiter, wenn ich mich deswegen schlecht fühle, ich mich in meine eigene Höhle zurückziehe und irgendwie dann nichts mehr schaffe. So. Sondern es bringt die Welt weiter, wenn Laura sagt so, okay, das ist alles scheiße, aber letztendlich kapsel ich mich ein Stück weit davon ab, komme in meine eigene Kraft, bewege etwas Positives und bekämpfe diese Dunkelheit einfach mit Licht und versuche so viel wie möglich Licht in die Welt hinauszutragen. Und das kann ich aber nur, wenn ich mich davon abkapsle und wenn ich sage, okay, ich ziehe mir das alles nicht rein. Und das finde ich einfach so eine interessante und so eine wichtige Sicht. Denn wenn wir uns tagtäglich mit hier oben in unserem Kopf mit Müll vollladen, dann wird es ein Teil von uns. So, die meisten Kinder haben verstanden, okay, wenn wir Scheiße essen, so, dann wird unser Körper ungesund. So. Aber dass, wenn wir Scheiße hier oben reinstecken, dass dann es auf einmal gar keine Auswirkungen auf uns hat,
Das ist so dumm, das ist so dumm. Das ist genau die gleiche Rechnung. Was in unseren Körper reingeht, das wird ein Stück weit ein Teil von uns. Deswegen sollten wir so wählerisch werden damit, was wir letztendlich hier in unseren Körper hineinstecken. Next one, Lifestyle Design. Ganz großes Shoutout an Tagazu, ohne Witz. Wir sind jetzt hier im Süden von Marokko, sind nach Agadir geflogen und das ist jetzt so ein kleines Örtchen, ungefähr eine Stunde außerhalb. Und das ist echt, ja, super klein. Es gibt eine Hauptstraße, dann noch so ein paar kleine Nebenstraßen, da geht es dann runter zum Wasser und so ein paar Restaurants und dann war es das auch schon wieder. Und hier gibt es ja das Coworking Space und dann gibt es das Surfcamp und so. Stück für Stück entwickelt sich hier so eine kleine Digital Nomad Szene und ich kann wirklich jedem, der sagt so, okay, ich will mein Business voranbringen, aber ich will dazu auch eine gewisse Ruhe haben, kann ich die ganze Nummer hier jetzt empfehlen. Hier gibt es ein paar Hühner, ihr hört es hier, und ab und zu fährt man hier so ein Scooter durch die Straßen, aber es ist alles super ruhig, alles super, super entspannt. Sich hier mal für einen Monat einzumieten, um den Videokurs zu planen, um das Buch weiterzuschreiben, um wirklich auch mal so runterzukommen und eine Klarheit zu gewinnen, kann ich das jedem härtesten empfehlen. Und X ist die Awesome Formel. Die Awesome Formel ist mein aktuelles Herzensbaby. Und jetzt sind es mittlerweile nur noch 5 Tage, dann geht die ganze Nummer an den Start. Die Awesome Formel ist unser brandneuer Kurs, sowohl online als auch offline, um in 31 Tagen im Mai, 1. bis 31. Mai, der sickeste Monat ever, gemeinsam in der Gruppe Momentum aufzubauen, die wertvollen ersten Schritte zum eigenen Business gemeinsam zu gehen und da wirklich einen Grundstein legen, auf dem wir dann hinten raus da weiter operieren können. Jeden Tag gibt es Übungen, jeden Tag gibt es Input-Videos, dann gibt es Buddy-Circles, um sich gegenseitig committed zu halten und sich gegenseitig zu unterstützen. Dann gibt es Events, die wir im Kurs machen, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Wien, überall sind wir präsent. Und ja, das Ganze ist aus meiner Sicht die Zukunft des Lernens. So dieses klassische Modell, ich mache das Online-Kurs und dann sitzt da jemand 3 Stunden davor und konsumiert das Ganze, ist nicht mehr geil. Deswegen haben wir versucht, da was Neues auf die Beine zu stellen und das Ganze wirklich, ja, wirklich nochmal 3 Schritte abzusteppen und jemanden wirklich an der Hand zu nehmen und da durchzugehen und dann am Ende ist er im Handeln und weiß, wie der Hase läuft und worauf man weiter da aufbauen kann. Und das Ganze startet zum 20. April mit der Anmeldung und ich bin, ja, gelinde gesagt, ultra excited, dass die ganze Nummer jetzt losgeht. Merkt euch den kommenden Donnerstag vor. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung schon mal den Link zur Awesome-Formel-Page oder ihr tippt einfach in eurem Browser awesomeformel.de ein. Dann könnt ihr da schon mal euch die ersten Eindrücke holen. Das wird großartig. Ja, das war das Weekly Roundup für diese Woche. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Tagazu. Wir werden jetzt hier weiter rocken. Ich habe jetzt gleich einen Workshop zum Thema Social Media hier für die anderen Camp-Teilnehmer. Da bin ich sehr, sehr pumped drauf und mal gucken, ob ich das Ganze auch mitfilmen kann. Dann geht das hier vielleicht auf dem Channel online oder vielleicht auch im Podcast online. Mal gucken. Habt eine großartige Woche. Schreibt mir mal unten rein, was war euer persönliches Highlight dieser Woche? Irgendein Learning, irgendein Event, auf dem ihr wart, Menschen, die ihr kennengelernt habt. Was war euer persönliches Highlight? Ich bin gespannt und dann sehen wir uns. Bis morgen. Ciao.